بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وهدى وتقى. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، وعملا متقبلا. أما بعد، meine lieben Geschwister, ich freue mich sehr, dass wir heute, Alhamdulillah, nach einer Pause endlich unsere Zielreihe fortsetzen können. Wir hatten ja in den letzten beiden Wochen eine Wiederholung gehabt, einmal von der mekkanischen Phase und vorprophetischen Phase und einmal von der medinensischen Phase. Und heute, inshallah, wollen wir endlich weitermachen. Wir haben letztes Mal jedoch vergessen gehabt, wir wussten nicht mehr ganz genau, wo wir gelandet sind. Und da gab es noch zwei oder drei Ereignisse, welche wir schon behandelt haben, die ich nur ganz kurz inshallah nochmal zusammenfassen werde, wie ich dann also, damit wir dann auf das heutige Ereignis überleiten können, inshallah. Das letzte Mal hatten wir die medinensische Phase bis zur Schlacht von Hunain gesprochen gehabt. Kurze Frage an euch. Wann war die Schlacht von Hunain? Hunain. In welchem Jahr? Und nach welchem großen Ereignis war die Schlacht von Hunain statt? Im Jahr 8 nach der Hijra. Sehr gut. Monat Shawwal, nach der Eroberung von Mekka, welche im Monat Ramadan stattgefunden hat. Richtig. Und wie gesagt, nach der Schlacht von Hunain gab es ja noch dann auch die Belagerung von Al-Taif, worüber wir ebenfalls ein wenig gesprochen hatten. Und dann kam es, und das ist wohl das wichtigste Ereignis, was wir dann auch noch besprochen hatten, zu einer sehr, sehr wichtigen militärischen Unternehmung. Und zwar im Jahr 9 nach der Hijra unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Interessant ist, bei dieser militärischen Unternehmung kam es zu keinem Kampf. Aber eine ganze Sura spricht nur über diese Reswa. Man nennt sie trotzdem Reswa, obwohl es gar nicht zum Kampf kam. Welche Schlacht ist das gewesen? Sehr groß, sehr wichtig. Die vielleicht schwierigste im Leben unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam von den Strapazen her. Und der weiteste Ort, zu dem zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam mit dem Propheten gemeinsam eine Armee gelandet ist. Nein, die war im 5. Jahr. Rasul Khandaq, die Grabenschlacht, da sind die Muslime gar nicht aus Medina rausgegangen. Rasul Khandaq, ja, ist die Grabenschlacht oder Al-Ahzab, ja. Da waren die Muslime in Medina gewesen. Sie wurden belagert von 10.000 der Quraysh. Das war im Jahr 5 nach der Hijra gewesen. Wir reden jetzt wirklich über eine Schlacht im Jahr 9 nach der Hijra. Und die ganze Sura redet über diese Schlacht. Da hatten wir sehr ausführlich gesprochen, haben sogar, wir haben sogar nachgeguckt, in zwei Einheiten. Wir haben zwei Unterrichte nur über dieses Ereignis. Reswa Tabuk. Reswa Tabuk. Ja? Auch genannt Reswa al-Usra. Die schwierige Schlacht, die anstrengende Schlacht, weil die Muslime so weit mitten im Sommer marschieren mussten. Was am Ende nur eine Prüfung gewesen ist für die Muslime. Ob sie aufrichtig sind oder ob sie nicht aufrichtig sind. Wir können jetzt nicht auf die ganzen Einzelheiten eingehen, sondern wir wollten es nur noch mal kurz erwähnt haben. Wer möchte, kann sich die Videos online angucken. Wir sind alle hochgeladen auf Islamide, die Schlacht von Tabuk in zwei Teilen. Dann, auf dem Rückweg von Tabuk, gab es ja noch dieses Ereignis, was ebenfalls in Tauber erwähnt wird, als eigenständiges Ereignis. Und zwar Masjid al-Dirar, die schädliche Moschee. Die schädliche Moschee, welche von den Munafiqun unter der Führung von Abu Amir al-Rahib errichtet wurde, um die Muslime in Quba, also
an der Grenze von Medina zu schweigen. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam auf dem Hinweg gebeten wurde, dort zu beten, er ist nicht da, Allah hat ihn davon bewahrt. Und Allah ta'ala hat ihm daraufhin auf dem Rückweg von Tabuk offenbart, dass es sich um etwas handelt, um ein Masjid-Qiram, um eine Moschee, bei der es nur darum ging, Zwietracht zu stiften unter den Muslimen. Und wo es nur darum ging, die Muslime zu beobachten, durch die Feinde des Islam. Und die Muslime zu spalten. All das erwähnt Allah Ta'ala in Surah At-Tawbah. Woraufhin Allah Ta'ala ihm verboten hat, dort zu beten. Und von ihm verlangt hat, diese Moschee zu zerstören. Was dann auch der Prophet sallallahu alaihi wa sallam getan hat. Wir haben auch uns mit den wichtigen Lehren dieses wichtigen Ereignisses dann auch beschäftigt gehabt. Nach der Rückkehr unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, und Tabuk haben wir auch dann über den Umgang des Propheten sallallahu alaihi wa sallam mit den Räuchern gesprochen. Unter anderem aber auch den Umgang unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam mit den drei Männern, die zurückgeblieben sind, welche aber aufrichtig waren. Ka'b ibn Malik, Hilal ibn Umayyah, Marara ibn Rabi', worüber Allah ta'ala ebenfalls eine ganze Ayah herabgesandt hat, wo alle verlassen, die Ladine Kullifu, in Surah Tabuk. In Surat Bara, in Surat Al-Tawbah. Und dann zu den Gläubigen sagt, Ya ayyuha alladhina amanu ittaqullah wa kunu ma'as-sadiqin. O die ihr glaubt, fürchtet Allah und seid mit dem Wahrhaftigen. Allah Ta'ala, er zeigt uns auf, was die wichtigste Lehre aus diesem Ereignis ist, nämlich wahrhaftig zu sein. Und immer mit dem Wahrhaftigen zusammen zu bleiben. Nicht nur selbst wahrhaftig sein, sondern mit dem Wahrhaftigen zusammen zu bleiben. Unglaublich wichtiger Punkt. Weil es kann sein, dass du selbst wahrhaftig bist, ehrlich bist, aber dich unter Menschen mischst, die das nicht sind. Das färbt sich auf dich ab. Ganz gleich, wie stark du bist in deinem Iman. Wenn du schlechte Menschen um dich herum hast, sie werden dich negativ beeinflussen. Ob du willst oder nicht. Und das merkt jeder von uns, der häufig mit Menschen zu tun hat, die mit der Religion nichts am Hut haben. Ob Muslime, die nicht praktiziert sind, oder auch nicht Muslime. Man merkt, wie der Iman regelrecht runtergeht. Warum? Weil man nur über Dunya-Angelegenheiten spricht und die Religion überhaupt keine Rolle spielt. Deswegen sagt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Al-Mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum min yukhali. Der Mensch endet die Religion seines engen Freundes an, so soll ein jeder schauen, wie er sich zum engen Freund nimmt. Und dann haben wir ebenfalls, das ist der letzte Unterricht, den wir hatten, ja, darüber gesprochen gehabt, wie dann dieser Qif, der Stamm, der in At-Talif gelebt hat, der den Propheten sallallahu alaihi wa sallam immer wieder auch versucht hat zu bekämpfen. Und der den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, als er noch in Mekka dorthin gegangen ist, um Unterstützung zu suchen, verspottet hat und vertrieben hat mit Steinen, wie dann dieser Stamm nach Medina kam und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam mit ihnen diskutierte und debattierte und sehr, sehr viel Geduld hatte und sie am Ende dann subhanallah den Islam angenommen haben und das gesamte Volk dann Muslim geworden ist, nachdem dann auch der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ihre Götze, die nannten sie Ar-Rabbe, also die Herrin, das war eine Form von Al-Lat, ja, die sie angebetet hatten, indem er dann auch befohlen hat, sie zu zerstören. Und sie wurde dann zerstört. Und dann haben die Satif gesehen, das waren nur Namen gewesen, welche sie ihnen gegeben haben. In ihr illa esma und zerbeinu al-duwa al-ba'u. Ma anzalallahu biha min sultan. Es handelt sich nur um Namen, die ihr und eure Vorväter ihnen gegeben haben. Diesen Steinen. Allah ta'ala hat keine Macht auf sie herabgesandt. Und dann wurde ihnen klar, dass sie Jahrhunderte, Generationen, über Generationen nur Namen angebetet haben, Steine angebetet haben, die nicht nützen und nicht schaden können und sind dadurch dann auch zum Islam übergetreten. Wir haben uns dann, das weiß ich nicht genau, ob wir das wirklich gemacht haben oder nicht, das müssen wir nochmal nachschauen, werde ich das nachholen, weil das nämlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist, auch in der Sira, und zwar der Tod von Abdullah ibn Salul. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das besprochen haben oder nicht. Muss ich mir nochmal diesen letzten Unterricht anhören, ob wir das besprochen haben oder nicht. Wenn nicht, schau doch gerade, wenn wir das dann nächste Woche bei Ethelang ebenfalls tun. Und zwar, das Oberhaupt der Heuchler Abdullah ibn Ubayy ibn Salul ist gestorben.
an unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, hat dann das Totengebet für ihn verrichtet, obwohl viele der Sahabe dagegen gewesen waren. Aber darauf würde ich dann noch einmal eingehen, falls wir das noch nicht besprochen hatten. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam im Jahre 9 Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu wa sallam, ich glaube, das haben wir auch erwähnt, ich bin mir nicht ganz sicher, damit beauftragt, die Hajj zu vollziehen. Das ist nicht Hajj-Tuwada, nicht die Abschiedsbilder, war die erst ein Jahr später. Im Jahr 9 nach der Hijra hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Abu Bakr damit beauftragt und einigen hundert der Gefährten unseres Propheten oder einigen wenigen der Gefährten unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam die Hajj zu vollziehen. Und er hat dann auch aufgezeigt, dass es ab diesem Jahr verboten ist, für einen Muschrik die Hajj zu vollziehen. Das wurde dann ganz klar und deutlich verkündet. Ab diesem Jahr ist es verboten, für einen Muschrik, für einen Polytheisten, für einen Götzendiener nach Mekka zu pilgern. Und jetzt kommen wir inshallah zu unserem heutigen Thema. Wie gesagt, ich werde diese beiden Aspekte, die Hajj von Abu Bakr as-Siddiq und den Tod von Abdullah ibn Ubayd ibn Salul, mal nachschauen, ob wir das wirklich besprochen haben oder nicht. Wenn nicht, dann werde ich das vielleicht nächste Woche dann nochmal inshallah kurz ausführen, damit wir darüber auch Bescheid wissen und auch uns damit beschäftigt haben in unserer Zielreihe. Kommen wir jetzt mit Ifrahim Assurjan zu unserem heutigen Thema. Wir befinden uns also jetzt im Jahr 9 nach der Hijra unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und dieses Jahr hat einen bestimmten Namen. Es gibt immer wieder auch Jahre in der Sira, welche einen bestimmten Namen haben. Ein Jahr ist uns, glaube ich, allen bekannt, haben wir auch vorletzte Woche noch mal erwähnt gehabt, das ist welches Jahr in der mekkanischen Phase, wo es einen Namen trägt und unter einem Namen bekannt ist. Ja? Was? Ich weiß nicht. Ne, die Schwestern müssen das nicht so. Wie bitte? Am Hijr, okay, gut, ja. Am Husn. Ja, das Trauerjahr. Ja, wo Khadija radiallahu anha und Abu Talib gestorben sind. Und dieses Jahr, das Jahr 9 nach dem Hijr unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, trägt ebenfalls einen Namen. Und zwar Am al-Husn. Am al-Wufud, das Jahr der Delegationen. Wufd, ein Wufd ist eine Delegation, also sozusagen abgesandt von einem Volk, die geschickt werden, ja, um dann mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu verhandeln. Ihr müsst euch das so vorstellen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat Mekka komplett eingenommen. Er ist jetzt Herrscher über Mekka. Er ist Herrscher über Medina. Er hat jeden Widerstand besiegen können und unterdrücken können. Ob es dann die Banu Qatafan war, wie der Schach von Hunayn, eine gewaltige Armee, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat sie mit den Muslimen besiegt. Ob es die Fariq waren, die sich immer wieder gegen ihn gestellt haben, sie sind am Ende Muslime geworden. Und jetzt war die Menschen auf der arabischen Halbinsel klar gewesen, es gibt keinen größeren Herrscher als er ist die Herrscher über Mekka. Und die Araber hatten noch ein Ereignis, was sich zum Geburtsjahr unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam ereignet hat, sehr, sehr gut in Erinnerung gehabt. In welchem Jahr ist unser Prophet geboren? Zu auch einen eigenen Namen. Genau, ja, das ist gefangen. Am al-Fihr. Im Jahr des Elefanten ist unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam geboren. Wenn es da manche sagen, das war etwas früher gewesen, aber unabhängig davon, die meisten muslimischen Historiker sind der Ansicht, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam genau in diesem Jahr geboren wurde. Und was ist geschehen? Wir kennen die Geschichte an. Ja, die Allah ta'ala so viel verewigt hat. Nämlich Allah ta'ala, er hat Abraham samt seiner Armee und den Elefanten vernichtet. Und das wussten die Araber. Sie kannten das. Das war bekannt gewesen auf der arabischen Halbinsel. Weil, wir dürfen eines nicht vergessen, die Araber sind alle nach Mekka gepilgert. Ganz gleich, was sie geglaubt haben.
Ganz gleich, welche Götze sie angebetet haben, sie pilgerten nach Mekka. Und wir müssen uns Mekka so vorstellen, die kamen zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, also vor dem Islam, dass dort jeder Stamm seinen eigenen Götzen hatte, den er angebetet hatte, seinen eigenen Sohn. Selbst Christen, arabische Christen hatten dort im Grunde nur einen Gott zu pilgern. Es gab, wie es Ibn Kelbi heißt, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Kitab al-Asnam. Kitab al-Asnam. Das Buch der Götzen. Und er hat unter anderem dort beschrieben, dass es in der Kaaba ein Marienbild gab. Also von Marien. Also wir sehen, selbst christliche Araber sind dort viel gepilgert. Das war einfach für die Araber ein heiliger Ort. Die gesamte arabische Einheit. Und deswegen jeder Stamm hatte dort ein Abbild seiner Gottheit gehabt. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wie gesagt, ja, er hat jetzt Mekka eingenommen. Und es gab keine Vögel, welche ihn mit Steinen aus der Hölle geworfen haben. Und das war für die Araber natürlich was gewesen? Ein Zeichen. Noch vor circa 60 Jahren gab es eine Armee, die versucht hatte, die Kaaba einzunehmen. Und sie hat es nicht geschafft, sie wurde von Allah aufgehalten. Und Allah hat sein Haus gebrannt. Und jetzt kommt Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mit einer komplett neuen Religion. Es sei keine neue Religion, bezieht sich ja auf das, was vorher war. Aber er kommt mit einer neuen Religion, einer monotheistischen Religion. Und er erobert die Kaaba friedlich. Und es kommt keine Vögel, welche sie mit Steinen bewerfen. Ein Zeichen für viele Menschen, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wirklich ein Gesandter Gottes ist. Und deswegen gab es jetzt mehrere Delegationen, Ufud, der arabischen Stämme, welche nach Medina zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam gekommen sind. Wie viele waren das gewesen? Viele sprechen von 60, einige sogar von 100 Delegationen, welche in diesem Jahr zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Es gab schon vorher Delegationen, aber in diesem Jahr kamen halt die meisten. Und deswegen nannte man dieses Jahr auch das Jahr der Delegation. Es wird von Muhammad ibn Ishaq überliefert. Muhammad ibn Ishaq ist ja bekannt sozusagen als der Sira-Gelehrte. لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةَ Nachdem der Gesandte Allahs Mekka erobert hat, وَفَرَضَ مِنْ تَبُوكَ und mit Tabuk, also die Schlacht von Tabuk, fertig gewesen war. Wa aslamat Thaqif, und Thaqif den Islam angenommen hatte. Wa bayat, den Treue eingeschworen haben. Darabat ilayhi wufud al-Arab min kulli wajh. Kamen die Delegationen der arabischen Stämme von allen Himmelsrichtungen. Von allen Himmelsrichtungen kamen sie jetzt nach Berlin. Und es gibt eine Sache, die sehr, sehr interessant ist. Wir werden natürlich jetzt nicht auf alle Delegationen. Wir finden die Nachrichtendelegation sehr ausführlich, unter anderem in dem Buch Tabaqat ibn Sa'd, der sehr viele erwähnt hat. Aber wir werden uns das nicht einbeschäftigen, da werden wir das morgen früh sitzen. Sondern wir werden uns mit zwei oder drei dieser Buchungen beschäftigen und schauen, welche Lehren wir daraus entnehmen können. Um einfach zu sehen, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam diese Menschen empfangen hat. Wie er sich gegeben hat sallallahu alaihi wa sallam und wie er auf bestimmte Handlungen dieser Delegationen und Verhaltensweisen dieser Delegationen dann auch reagiert hat. Interessant ist zunächst erst einmal folgende Überlieferung oder folgende Delegation. Und zwar handelt es sich hierbei um eine Delegation von einem einzigen Mann, der sein Volk vertreten hat, und zwar die Banu Sa'd ibn Bakr. Dieser Mann hieß Boman ibn Tha'lam. Boman ibn Tha'lam. Dieser Stamm der Banu Sa'd ibn Bakr war ein Stamm vom Wüstenarabern gewesen. Nomaden. Und es ist bekannt bei den Nomaden, dass sie in ihrer Art und Weise sehr, sehr direkt sind und sehr hart sind. Die kennen keine
Komplimente, irgendwelche, weiß ich nicht, schönen Worte, die man erstmal erwähnt, direkt kommt sie zum Thema, aber direkt. Ja, ohne Einleitung, direkt zum Thema. Und es wird jetzt überliefert, gibt es auch verschiedene Versionen dieser Überlieferung. Und zwar, dass dieser Boman, der Thalib, zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam geschickt kam. Er hat es in meinem berichtet, بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم دخل رجل على جمل فأناثه في المسجد ثم علقه. سبحان الله, تخيل الله, wir mit dem Propheten zu Hause sitzen, kam plötzlich ein Mann auf einem Kamel. Er ging mit dem Kamel in die Moschee rein. فأناثه, in der Moschee ist ja das Kamel nicht hinsetzen. Und dann hat er es auch angebunden mit der Moschee. Jemand, wie gesagt, der kennt nur die Wüste. Ja, die Freiheit tut weh, ist egal. Ja, ich reite rein, so wie ein Wiegstein. Und dann sagte er, Ayyukum Muhammad. Und der Nabi sallallahu alaihi wa sallam, Takiyum bayna dhuhrayn. Er fragte, wer ist Muhammad? Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, zwischen den Sahaben. Stellt euch das mal vor, ein Mann, der innerhalb von 9 Jahren die ganze arabische Halbinsel unter seine Macht gebracht hat. Wie stellen wir uns solch einen gewaltigen Herrscher vor? Sitzt auf seinem Thron, um ihn herum irgendwelche Leute, die ihn wedeln, ja, und dass ihm warm ist, ja, teure Kleidung. Sofort zu erkennen. Wenn du dir einen König anschaust, du erkennst ihn sofort, weißt du sofort, wer der König ist. Der mit der Krone. Aber der kommt rein und sagt, wo ist Mohammed? Wer ist das von den Leuten, die da sitzen? Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, subhanallah, der war so bescheiden gewesen, so unglaublich. Der hat einfach mit den Leuten auf dem Boden gesessen. Einfach mit den Leuten auf dem Boden gesessen, sodass keiner wusste, wer Mohammed sallallahu alaihi wa sallam ist. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, das zeigt subhanallah, dass er wirklich ein gesamter Prophet gewesen ist. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam hätte die Möglichkeit gehabt, wallahi, der mächtigste Mann überhaupt zu sein. Und er hätte auch die Möglichkeit gehabt, all das zu zeigen. Aber er wollte das nicht. Und es gibt eine schöne Überlieferung, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Allah ta'ala, er hat mich vor die Wahl gestellt, entweder ein König zu sein und Prophet, oder einfach nur ein normaler Diener zu sein und Prophet. Ich habe mich dafür entschieden, ein normaler Diener zu sein. Was für ein Vorbild, sallallahu alaihi wa sallam. Wenn unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam so was für bescheiden gewesen ist, wie ist es dann mit uns? Er ist die gesamte Allah, der auserwählte. Und manche von uns, die ein bisschen was können, ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht eine schöne Stimme haben oder was auswendig können, denken, sie müssen jetzt auf Händen getragen werden. Wer bist du? Wer bist du? Ja, oder Doktortitel oder Arzt oder Architekt, ja? Wir kennen ja aus Ägypten, dann immer so gleich, wir wäschen mal hin, das wäre erwähnt. Tawadu, in der Herzen, kann ich mal tawadu. Sei bescheiden. Wa ma tawadu a ahadun lillahi illa rafa'a. Es gibt niemanden, der für Allah bescheiden ist, außer aus Allah kennt. Gibt es irgendeinen Menschen, der höher ist als unser Prophet Sosa? Gibt es irgendeinen Menschen, der mehr erwähnt wird als unser Prophet Sosa? Gibt es irgendeinen Menschen, dessen Namen mehr verbreitet ist als der Name unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam? Nein. Und das, weil er bescheiden gewesen ist, subhanallah. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Wir haben dein Zikr erhöht. Und deswegen ganz wichtig, ja, glaub niemals, dass du durch Äußerlichkeiten dich da etwas Besonderes machst. Oder besonders wirst. Nein, durch deine Taten wirst du etwas Besonderes. Durch dein Tun, durch dein Nutzen für die Menschen, für die Gesellschaft, wirst du etwas Besonderes. Nicht, weil du dich als etwas Besonderes darstellst. Ganz wichtig, gerade in heutigen Zeiten von Instagram und etc., wo viele Menschen glauben, ja, sie müssten, wie gesagt, alles zeigen, glauben, dass sie da etwas Besonderes haben. Die Menschen halten darauf ein, unser Befehl zur Woche eigentlich nur sind. Er war nicht so gewesen, sondern auch wie Rasulallah ibn Ali. Interessant, wie die Sahabe dann gekommen sind. Wir haben das Ganze noch angenommen.
wusste das Wüste, aber der kommt in die Moschee, der weiß nicht, wie man sich verhält. Manchmal heutzutage siehst du Leute, wenn jemand in der Moschee, in die Moschee kommt und sich nicht richtig verhält, ich weiß nicht, man sich vielleicht, da geht man kleidet, eine Frau kommt vielleicht mal auf den Kopf rein, dann gibt es manche Leute, die rasten aus. Oh, guck mal, wie der sich verhält, oder Jugendliche manchmal, die dann vielleicht Fehler in der Moschee machen, nicht wissen, wie man sich in der Moschee nicht verhält. Gibt es manche ältere Leute oder auch andere Leute, die versuchen, die Jugendliche aus der Moschee zu schmeißen. Stellt euch mal vor, heute würde jemand kommen mit seinem Kamel. Die kommt in den Kamel rein. Was würden die Leute machen? Oh mein Gott. Ja, und wir haben es oft gemacht. Ihr kennt jemanden so mit den Wüstenarbeiten, die sind so gewesen zum Hammer. Die kann das nicht anders. Ja, der kommt in die Moschee, muss sein Geschäft erledigen, stellt sich in eine Ecke um. Geht los. Die fahren zum Parallel, die trauen ihren Augen nicht, versuchen richtig auf ihn zu schwimmen und davon abzuhalten und sagen, lass ihn, was hat er geschafft? Ja. Es hätte ausgereicht, wenn ihnen einfach ein bisschen Wasser genommen hätte, auf diese Stelle gekippt hätte. Ja. Verinnerung, Richtung, Messerina, Wolle, Messerina. Ihr wurdet als Leute geschickt, die den Menschen das erleichtern sollen. Und nicht die Menschen das erschweren sollen. Deswegen, keiner hat sich aufgeregt zu haben. Und auf jeden Fall, jetzt, sagt eines in der Verbundene, Herr, da wollte ich mit einem und entdeckt dieser weiße Mann, der da sitzt. Ja, und entdeckt er so angelehnt. Was kann denn noch mal sagen? Sagt er, also, Mohammed, das ist einer, mit Namen des Mutalib. Also, bist du dieser Mohammed, mit Namen des Mutalib? Ja, verkallt noch mit dem Wieso, Allah, weil ich hier sende. Gott, er schimpft. Ich antworte dir, sagte der Prophet Hussein. Verkallt noch mit dem Wieso, Allah, weil ich hier sende. Das hört man zu, wie direkt ist. Aber er ist aufrichtig so. Inni es'aluka famushaddidun alayka fil mas'al. Ich stelle jetzt einfach Fragen und ich meine es ernst mit meiner Frage. Also ich werde dir harte Fragen stellen. Fala tajid alayka fil mas'al. Also sei mir nicht sauer sozusagen, weil ich so direkt bin. Und dann sagt er, sala anna badalak. Frag, was du möchtest. Sallallahu alayhi wa sallam. Und dann sagt er, es'aluka bi rabbika wa rabbi man qablak. Allah arsalaka in das Leben. Ich frage dich bei demjenigen, ich frage dich bei deinem Herrn und dem Herrn derjenigen, die vor dir sind. Hat dich Allah wirklich zu allen Menschen gesandt? Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Allahumma na'am. Bei Allah, ja. Dann sagte er, unshiduka billah. الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس اليوم والليلة. Oh, bei Allah, also ich bitte dich bei Allah, hat Allah dir befohlen, fünfmal am Tag zu beten? Der Prophet sagte, Allahumma na'am. Ja. Und schiduke billah, الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة. Ich bitte dich bei Allah, hat Allah dir befohlen, dass wir in diesem Monat Ramadan im Jahr, also diese einen Monat im Jahr fasten wollen? Dann sagt Allah, na, ja, bei Allah. Und schiduka billah, Allah amarata, an ta'kuda hadihi sadaqa min aghniyaina, fatuqassimaha fi fuqara'ina. Hat dir Allah befohlen, dass wir, also wir Zakat zahlen müssen, von den Reichen und an die Arme geben sollen, sagte ja, Allah, mein Name. Und dann sagte der Mann, guck mal, diese Aufrichtigkeit zu machen. Das ist unglaublich. Amantu bima jitta bihi. Ich glaube an das, womit du gekommen bist. Wa ana rasulu man warai min qawli. Wa ana dhamai abu sa'ad wa akhu bani sa'ad bin Bakr. Und ich bin der Bote meines Volkes. Und ich bin dhamai. Der Bruder, der Banu Sa'd ibn Bakr. In einer anderen Version heißt es, فَإِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. Das ist die Schahada ausgesprochen. Und dann sagte er, das ist auch so eine schöne Überlieferung zum Allah, وَسَأُؤَدِّي هَذِهِ الْفَرَضَ وَأَجْتَنِبُ مَا نَهَيْتَنِي عَنْهُ ثُمَّ لَا أَزِيدُ وَلَا أَنْقُصُ. Und bei Allah, aber es ist aufrichtig, subhanallah. Ja? Ich werde all diese Pflichten erfüllen. Werde mich von einigen Verboten fernhalten. Aber ich werde weder mehr noch weniger machen. Nur genau das. Nicht mehr und nicht weniger. Und dann
البروفيت صلى الله عليه وسلم يصدق ذو الرقيصتين يدخل الجنه مسكين فرشين مازون هاتس كم من افرح ان صدق ذو من اير مصري ما هيك شو اخر عام دان من الاسم الحديث بتخيل سبحان الله. طب اسكي ما فايت يجيك صدق سوزان اتس كامين اس ديركت فيلا لوس كفايس كم ما صدق الاسلام Die fünf Säulen des Islam, nicht mehr. Was ist verboten? Nicht mehr. Kannte er die ganzen, weiß ich nicht, heutigen Fiqh-Regeln etc. Er kannte nur allgemein fünf Säulen. Ja, worum muss ich glauben? Ja, an den Gesandten Allahs, an Allah subhanahu wa ta'ala. Was sind die Verbote? Und jetzt kehrt er zurück zu seiner Familie. Und er hat sie dann an einem Ort versammelt. Und er sagt wieder, direkt. Also, Lad und Ursa, diese Gottheiten, ja, die sind schlecht. Die sagten dann so: Ja, Allah, ittaqil barasa wal judan, ittaqil junun. Sei ruhig, Allah, was ist los mit dir? Hast du keine Angst vor hier Lepra-Krankheit und Hautkrankheiten und dass du verrückt wirst, ja, dadurch, dass du die Gottheiten beschimpfst? Dann sagte er, wa ilakum innahuma wallahi la yaqurani wa la yanfa'an. Bei Allah, diese Götzen, diese Göttinnen, sie können weder Schaden zufügen, noch haben sie Nutzen. Inna Allah azza wa jalla qad ba'atha rasula wa anzala alayhi kitaba istanqadhakum bihi mimma kuntum fihi. Allah ta'ala, er hat einen Gesandten gesandt und er hat ein Buch herabgesandt, mit dem er euch aus dem rettet, in dem ihr euch gefunden habt oder in dem ihr euch befindet, in dieser Lage. وَإِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. Und ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad der Gesandte Allahs ist und sein Diener ist. إِنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِهِ بِمَا أَمَرَكُمْ بِهِ وَنَهَاكُمْ عَنْهُ. Ich bin gekommen von ihm, direkt jetzt gerade, mit dem, was euch befohlen wurde oder was er empfiehlt und mit dem, was er verbietet. Und jetzt hört man zu. Dann heißt es, فَوَاللَّهِ مَا أَنْسَ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَفِي حَاضِرِهِ رَجُلٌ وَلَا مَرَأَتُهُ إِلَّا مُسْلِمٌ. Ja, am selben Tag gab es keinen Mann, keine Frau in diesem Stamm, der nicht Muslim geworden ist. Ein Mann. Ja, in 24 Stunden schafft er das, sein ganzes Volk zum Islam zu bekehren. Und dann sagt er, Abu Bakr ibn Abbas radiallahu anhu, فَمَا سَمِعْنَا بِوَافِقِ قَوْمٍ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ ضَمَانِ بِنْ فَعَلَ. Abu Bakr ibn Abbas sagt, wir haben noch keinen einzigen, sozusagen Abgesandten erlebt, der für sein Volk gekommen ist, der besser war als ضَمَانِ بِنْ فَعَلَ. Was für ein Da'iyah. Was kennen die daraus? Sehr, sehr viel. Ich muss kein großer Alim sein, kein großer Gelehrter sein, um Da'iyah machen zu können. Wenn ich die Grundlagen meines Glaubens kenne, kann ich die Menschen zu Opfer einladen. Ich muss natürlich meine Grenzen kennen. Ich sollte nur über Dinge sprechen, mit denen ich mich auskenne. Aber unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, was sagte er? بلغوا عني ولم أهم. Übermittelt von mir damit, dass nur eine einzige Erde ist. Ich muss nicht an der Al-Asr studiert haben oder in Medina studiert haben oder einen Doktortitel in Scharia ertragen. Weiß ich nicht. Es gibt so viele Duas, subhanallah, die nicht viel Wissen haben, aber denen Allah subhanahu wa ta'ala was gegeben hat, denen Allah subhanahu wa ta'ala einfach ein aufrichtiges Herz gegeben hat, mit dem sie die Menschen erreichen. Vor wenigen Tagen, subhanallah, ist ein türkischer Schirr gestorben. Ein Dervi, ein sehr, sehr einfacher Mann, subhanallah. Ich habe den Namen gerade nicht im Kopf, aber subhanallah, ist jemand gewesen, egal wo er gewesen war, hat einfach nur darüber gesprochen. Und es sind hundert, wenn nicht sogar tausende Menschen durch ihn zum Islam gekommen. Der kannte ihre Sprache nicht, hat einfach nur gelächelt, ihm was gegeben, er hat ihn, glaube ich, einfach. Genau, irgendwie mein Zettel geben auf La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ja? Nicht mehr. Also, da haben wir. Ich habe das selbst erlebt, subhanallah, als ich mit einigen Brüdern unterwegs gewesen war früher, mit den von Jama'at Da'wah Tabligh. Ja? Das sind teilweise wirklich sehr, sehr einfache Brüder. Sehr, sehr einfache
Und Allah subhanahu wa ta'ala, hat auch durch sie sehr, sehr viel bewirkt. Könnt kaum Koran so nicht. Das ist jetzt überhaupt nicht so, ich habe es gefallen. Vollkommen auf dieses Thema haben. Oder irgendwas. Okay, dann schon. Jemand, der, wie gesagt, ja, die teilweise wirklich sehr wenig Wissen haben, aber subhanallah aufrichtig sind, ja, und dadurch dann auch viele Menschen erreichen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir aus dieser Angelegenheit mitnehmen können. Etwas anderes, was wir aus der Geschichte von Omar ibn Thalaba lernen, ist was? Und zwar, dass Omar ibn Thalaba uns aufgezeigt hat, dass es in erster Linie auf was ankommt? In erster Linie auf die Verordnung, auf die Pflichten. Wenn ich meine Pflichten einhalte als Muslim, dann bin ich erfolgreich. Im Umkehrschluss, halte ich meine Pflichten nicht ein, was passiert, dann bin ich nicht erfolgreich. Ich muss gar nicht so viel machen. Das ist wie Jamaat-Muslime. Ich muss gar nicht so viel machen, um bei Allah Ta'ala erfolgreich zu sein. Worauf es ankommt, sind zunächst erst einmal meine Verpflichtungen. Und deswegen dieser schöne Hadith-Nutz, den wir oft schon gehört haben. Unser Prophet so sagt, dass Allah gesagt hat: Man aada li waliyyan faqad adhadtuhu bil haqq. Wer einen meiner mir nahestehenden anfeindet, dem erkläre ich den Krieg. Und jetzt kommt es. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيْ عَبَدِي بِشَيْءٍ أَحَبْ إِلَيْ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Und mein Diener nähert sich mir mit keiner Sache, die mir lieber ist, als das, was ich ihm zur Pflicht auferlegt habe. Erstmal die Pflicht. Und dann, وَمَا تَقَرَّبَ وَلَا يَزَلُ عَبَدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيْ مِنْ نَوَافِلِ حَتَّى. Und mein Diener nähert sich mir so lange mit freiwilligen Taten, bis ich ihn liebe. Und bis zum Ende des Hadiths. Es geht also erstmal um was? Um die Verrat. Und deswegen, mein lieber Bruder, liebe Schwester, egal was in deinem Leben passiert, egal wie schwach dein Iman ist, versuch immer an den Verordnungen festzuhalten. Die Pflichten. Rütte niemals an die Pflichten. Weil dann wird dein Haus des Islam brüchig. Dann wird es gefährlich. Mach es so wie Omar ibn Thalaba. Nimm dir vor, dein Leben lang die Pflichten einzuhalten und von den Verboten fernzubleiben. Selbst wenn du vielleicht nicht viel in der Nacht betest, keine Sunna betest, aber halt an den Pflichten fest. Das ist das Abend, du wirst das schaffen. Allah, dann hast du schon sehr viel geschafft. Dann bist du, wie es unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, dann bist du in jedem Fall erfolgreich. Kommen wir jetzt, inshallah, zu einer zweiten Delegation, die ebenfalls sehr, sehr wichtig ist, aus der wir auch aus deren Geschichte sehr viel lernen, Und zwar handelt es sich um die Delegation der Christen aus Najran. Wafd Nasara Najran. Diese Geschichte ist unglaublich wichtig, auch für uns heute, sehr, sehr wichtig. Aus dieser Geschichte können wir sehr viele Dinge lernen. Und zwar hat unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam ihnen einen Brief geschickt. In diesem Brief hieß es wie folgt: Amma ba'd, fa inni ad'ukum ila ibadati Allah bi ibadati al-ibad. Ich lade euch ein, sozusagen zur Ibadah an Allah, ja, um von der Ibadah an den Menschen abzukommen. Und ad'ukum ila wilayati Allah bin adu, sozusagen, er hat ja, sie zu Islam eingeladen. Und dann haben die Christen aus der Jamaat, das ist sozusagen in Richtung Jemen, haben dann eine Delegation geschickt. Und in dieser Delegation waren wichtige Leute gewesen. Gelehrte, ja, aber auch wichtige, die eine wichtige Stellung hatten in ihrem Stamm. Und als sie ankamen, kamen sie an in einer Prachtkleidung. Voller Gold. Sehr teuer. Und das allererste, was sie machen, bevor sie überhaupt zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam gehen,
war es einer ein exzentrischer Schaffner. Sie kamen in die Moschee rein, wo der Prophet so saß. Und was machten sie? Sie fingen an zu beten. Aber ihr christliches Gebet. Das hat man sich gewundert. Der Prophet sagte, ja, lasst sie beten. Dann, nachdem sie gebetet haben, wollten sie zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam und gingen auf ihn zu. Aber der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat sie nicht angeschaut. Warum hat er sie nicht angeschaut? Aufgrund ihrer Kleidung. Er mochte diesen Anblick nicht. Diese prahlerische Kleidung voller Gold. Und sie haben sich gewundert, warum er in die Sprache des Malik, er sagte, mit Ejni Sekikum Hada, aufgrund eurer Kleidung, will er mit euch nicht reden. Er mag diese übernehmliche Kleidung nicht. Und wenn unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam verabscheute, dann war es Prahlerei gewesen. Ruhe! Und das zeigte er auch sallallahu alaihi wa sallam. Am nächsten Tag kamen sie dann mit ihrer normalen Kleidung. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat dann mit ihnen gesprochen. Und er hat sie zum Islam eingeladen, aber sie haben den Islam abgelehnt. Wo findet das alles statt? In Medina, in der Moschee des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Kommen Leute, sind Christen, lehnen aber den Islam ab und sagen zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam, Kunna Muslimina qablakum, wie man vor euch Muslime gewesen. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu ihnen, يمنعكم من الإسلام ثلاث. Es gibt drei Dinge, die euch vom Islam abhalten. عبادتكم الصليب, dass ihr das Kreuz anbetet. وأكلكم لحم الخنزير, dass ihr Schweinefleisch esst. وزعمكم أن لله ولدا, und euer Glaube, dass Allah, oder eure Behauptung, dass Allah einen Sohn hat. Und dann haben sie miteinander diskutiert und debattiert und haben gesagt, ja, wie kannst du über unseren Herrn so reden? Er hat keinen Vater. Woraufhin Allah subhanahu wa ta'ala, ja, und dann sagt sie, هَلْ رَأَيْتَ إِنْسَانًا قَطْ مِنْ غَيْرِ أَبٍ. Hast du jemals einen Menschen gesehen, der keinen Vater hat? Und wir glauben ja auch als Muslime, dass er keinen Vater hat. Isa alayhi salam. Aber er ist uns ein Prophet. Und sie wollten damit zeigen, guck mal, ja, er muss der Sohn Gottes sein, weil er keinen Vater hat. Und nur durch eine Mutter auf die Welt gekommen ist. Und daraufhin hat Allah ta'ala eine Ayah gesandt. Eine ganz simple Gleichnis. Was genau diese Akide ist, dass dieses Glauben, dass Gott einen Sohn hat, obwohl Jesus keinen Vater hat, nur manche Sohn Gottes ist, regelrecht zerstört. Und widerlegt. Eine einzige Ayah. Und zwar die Ayah zu Al-Imran. Inna mathala Isa inda Allahi ka mathali Adam. Das Gleichnis von Jesus bei Allah ist wie das Gleichnis von Adam. خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. Er hat ihn aus Erde erschaffen und dann sagte er zu ihm, sei unerbar. Wenn Jesus keinen Vater hatte, so hatte Adam weder Vater noch Mutter. Was ist gewaltig? Jemand zu erschaffen nur mit einer Mutter oder jemand zu erschaffen aus Erde? Subhanallah, wenn das etwas Besonderes ist, dann müsste er Erde erst recht in Ruhe sein. Und deswegen, ja, wir haben sozusagen Adam, der ohne Vater und Mutter auf die Welt kommt. Wir haben Jesus, Isa, der ohne Vater auf die Welt kommt. Wir haben Hawa, Eva, welche ohne Mutter auf die Welt kommt. Ja, aus einer Rippe von Adam erschaffen. Und wir haben uns, die normalen Menschen, welche aus Mutter und Vater erschaffen worden sind. Subhanallah. Ja, also für jeden gibt es etwas. Und auf jeden Fall haben sie dann miteinander diskutiert und sie haben uns nicht angenommen. Und am Ende hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam was von ihm verlangt. Er hat ihm gesagt, wenn ihr nicht wollt, gut, dann mache ich euch ein Angebot. Und zwar Al-Mubahala oder Al-Muna'ana. Was ist Al-Muna'ana? Al-Muna'ana bedeutet, dass ja, jeder der beiden Parteien, die sich uneinig sind, bei Allah schwören, dass wenn sie gelogen, oder wenn sie nicht die Wahrheit befolgen, der Fluch Allahs auf sie kommen soll. Und als dann der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das angeboten hat, hat er wen genommen? Ali zu sich, Al-Hassan zu sich, Al-Hussein zu sich und Fatima. Und hat dann gesagt, wenn ich Dua mache, dann sagt Amin. Und in diesem
diesem Moment bekam sie Angst. Und sie haben zueinander gesagt, was ist, wenn er wirklich ein Prophet sein sollte? Das ist vorbei, Thomas. Ich habe keine Chance mehr. Und dann habe ich gesagt, das machen wir lieber nicht. Ja, wollen wir nicht davon, was sich einlassen. Ja. Und dann wollten sie zurückkehren. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, haben sie zum Propheten gesagt, schickt mit uns einen Mann, der vertrauenswürdig ist. Warum? Weil der Prophet hat sich an ihnen geeinigt auf die Jizya, auf die Abgabe, welche sie geben müssen für die Muslime. Und dann sagten sie, im Afma an Arajun al-Aminan, yaqbid minhum mal al-Subhi, schickt mit uns einen vertrauenswürdigen Mann, der dann dieses Vermögen übernimmt. Und jetzt sagte der Prophet zu Hause, ich werde mit euch einen Mann schicken, der vertrauenswürdig ist. Und zwar sehr vertrauenswürdig. Wer ist das? Das hier? Wer ist das gewesen? Wen hat der Prophet mitgeschickt? Wer ist der Amin Hadirun? Mein hoher Amin Hadirun. Aber Abu Ubaida ibn Jarrah. Und dann sagte der Prophet so, komm ja, Abu Ubaida. Und er stand auf, ja, und er sagte dann, Hada Amin Hadirun. Das ist der Vertrauenswürdige. Ich sage, Allahu Akbar, das wäre eine Auszeichnung. Stell dir vor, trägst du eine Auszeichnung vom Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Amin Hadirun. Subhanallah. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat er mitgeschickt. Ja? Aus dieser Geschichte können wir so viele Lehren ziehen. So viele Lehren. Erstens, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja? Sie kommen in die Moschee des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Der Prophet ist am Leben. Der Religionsstifter ist da. Es ist eine muslimische Gebetsstätte, kein öffentlicher Platz. Er ist anwesend und sie stellen sich hin und verrichten einfach ihr Gebet. Das ist Toleranz. Gelebte Toleranz. Dass unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam Christen erlaubt hat, zu seinem Leben, in seiner Moschee. Obwohl er der Herrscher war und sie waren die, eigentlich die Schwachen. Ja? Er hätte sie auch verbieten können, er hätte sie auch bekämpfen können, alles hätte er machen können. Ja? Er lässt sie einfach weg und sagt, man gießt sie. Und das nennt man Toleranz. Die Toleranz im Islam ist nicht einfach nur irgendwie ein Schiar, wie sagt man auf Deutsch, ein Slogan, den wir ausrufen. Sondern unsere Toleranz ist die lebende Toleranz gewesen. Von der Zeit unseres Propheten an, sallallahu alaihi wa sallam, bis in unsere heutige Zeit. Eine ehrliche Toleranz. Es gibt Toleranz, die immer nur bei einem Slogan hält. Ja, wo es dann heißt, man ist tolerant, aber in Wirklichkeit ist man nicht tolerant. Das sehen wir insbesondere auch in der europäischen Geschichte. Und ich wundere mich immer wieder, ja, dass wirklich die Menschen da so blind sind. Und ich erkenne, ja, wo wirklich Toleranz herrscht und wo Intoleranz herrscht. Wenn wir uns die muslimische Geschichte anschauen, dann sehen wir, Muslime sind über die Geschichte hinweg gegenüber religiösen Minderheiten immer tolerant gewesen. Natürlich gab es auch mal Übergriffe, gar keine Frage. Aber es geht um das Ganze. Schon zu Lebzeiten unseres Propheten an, sallallahu alaihi wa sallam, wurde diese Toleranz gelingen. Diese Toleranz finden wir beispielsweise nicht in der europäischen Geschichte. Wir finden das nicht, ja, dass es dort, jetzt vor der Moderne, in der wir jetzt leben, ja, vor den Rechtsstaaten und den Demokratien, die entstanden sind, dass es dort Toleranz gab gegenüber religiösen Minderheiten. Ganz im Gegenteil. Wurde regelrecht ausgelöscht. Muslime haben 8 Jahrhunderte in Andalusien gelebt. Keiner von ihnen ist übrig geblieben. Alles wurde ausgelöscht. Aber nicht nur gegenüber Muslimen, auch gegenüber Juden. Wie viele Juden sind ins Osmanische Reich damals ausgewandert, weil sie in Europa nicht leben konnten? Aber nicht nur gegenüber monotheistischen Religionen. Guckt uns mal anschauen, was in Nord- und Südamerika geschehen ist. Ja, die Indianer, die ausgelöscht wurden, ihre Kultur, ihre Religion, alles wurde ausgelöscht. Ich bin mir sicher. Wenn Muslime die ersten gewesen wären, die Amerika entdeckt hätten, dann hätten wir heutzutage noch eine indianische Kultur. Die wahrscheinlich vermischt wäre mit muslimischer Kultur. Aber wir hätten noch eine indianische Kultur gehabt. Warum? Weil die Muslime nie Völker ausgelöscht haben. So etwas gab es überhaupt nicht. Sie haben immer nur Dauer gemacht, das war's. Sie haben Dauer gemacht. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir verstehen müssen. Und das liegt
in unsere Religion verankert. Ich meine, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam lässt Leute, die ihn ablehnen, in seiner Moschee mit ihrem Gebet, in ihrer Kleidung. Wenn das keine Toleranz ist, dann weiß ich nicht, was Toleranz ist. Und das ist auch ein wichtiger Punkt für uns. Unsere Moscheen sollten offen sein für alle Menschen. Nicht nur für Muslime. Offen sein für Muslime, praktizierende Muslime und nicht praktizierende Muslime. Es gibt manche Moscheen, wo du das Gefühl hast, du wirst regelrecht beobachtet. Ja, wie lange ist deine Hose, wie lange ist dein Bart? Ja, du hast immer das Gefühl, du wirst beobachtet. Nein, eine Moschee sollte offen sein für jeden, da sollte sich jeder gut fühlen. Nicht-Muslime, die die Möglichkeit haben, in die Moschee zu kommen. Ja, dann kommt vielleicht eine Frau nicht mit Kopftuch in die Moschee. Aber ich bin froh, dass sie erst einmal in der Moschee ist. So sollte meine Einstellung sein. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das ebenfalls vorgelegt. Und ebenfalls zeigt uns der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hier etwas ganz, ganz Wichtiges auf. Dinge, welche die Menschen abhalten, den Islam anzunehmen. Er bietet ja einige Dinge aneinander, sondern dass ihr das Kreuz anbetet. Ja, diese Geschichte des Kreuzes, dass Jesus gekreuzigt wurde, ja, welche ja nicht in unserer Religion vorhanden ist. Dass Allah subhanahu wa ta'ala ganz klar verneint, dass Isa a.s. emporgehoben wurde und nicht am Kreuz gestorben ist. Und dann, dass das Schweinefleisch verzehrt wird, was ja auch ganz klar dem Judentum widerspricht. Ja? Und das Gewaltigste überhaupt, dass die Allah subhanahu wa ta'ala einen Sohn zugeschrieben haben. Das sind die drei Dinge, ja, welche dann sie auch davon abgehalten haben, den Islam anzunehmen, wie es unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat. Und dann der letzte Punkt, inshallah, die letzte Lehre, welche wir jetzt auch heute daraus entnehmen und die auch heute abschließen werden, inshallah, ist dieses Dua, diese Mubahada und Mula'ana. Das zeigt noch einmal, wie gefährlich es ist, ein Dua auszusprechen gegen eine andere Person. Und dass, wenn Allah Ta'ala es erhört, es für diese Person auch verheerend sein kann. Wirklich verheerend sein kann. Und deswegen muss man aufpassen. Als Eltern niemals Dua gegen deine eigenen Kinder machen. Es gibt Mütter und Väter, die machen tagtäglich Dua gegen ihren Allah Ta'ala. Was soll das? Das ist dein Kind. Mach Dua für dein Kind, nicht gegen dein Kind. Subhanallah. Ja? Mach Dua für dein Kind, nicht gegen dein Kind. Nicht, dass Allah da dein Dua erhört, dein Kind für mich verflucht ist. Oder er. Ja? Deswegen müssen wir aufpassen, was wir sagen. Ja? Die Christen haben verstanden, wenn das wirklich, ja, wenn es ein Prophet ist, dann wird es gefährlich für uns. Das haben sie verstanden. Und das müssen wir auch verstehen. Ein Dua wird erhört. Ja, man kann das nicht einfach so auf die leichte Schulter nehmen. Und gerade wenn es Menschen sind, die wir lieb haben, sollten wir niemals ein Dua gegen ihn aussprechen. Oder gegen sie aussprechen. Häufig auch zwischen Eheleuten, ja, dass sie sich gegenseitig verfluchen. Es kann sein, dass auch was erhört. Was ist dann, wenn es erhört wird? Eine Katastrophe für euch beide. Es fällt auch auf dich zurück. Und deswegen lasst uns solche Brüder wirklich ernst nehmen. Wir werden nächste Woche mit Schafen und Rahmen weitermachen mit dem Jahr der Delegation. Jedoch werden wir uns nicht mehr mit den Delegationen beschäftigen, welche nach Medina kamen, sondern wir werden uns damit beschäftigen, welche Delegationen der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dann auch selbst entsandte, worauf wir auch sehr, sehr viel ziehen können. Und ich werde noch einmal schauen, ob wir schon über den Tod von Abdullah al-Qubayy gesprochen haben oder nicht. Ja? Damit wir das eventuell auch noch einmal dann erwähnen, damit wir das auch in unserer Reihe haben, inshallah. Gut, das jetzt für heute von meiner Seite, das Jahr der Meditationen. سبحان الله وبحمده اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم العصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر